auf dem Weg nach Dark Eden. Und begegnen hier einem dunklen Monster nach dem anderen. Hallo? Okay, da möchte ich schon mal hochgucken, aber wir müssen tatsächlich leider da diese Feuerstrecke rüber. Das heißt, ich werde gleich ganz viel schießen. Sagest du schon mal... Hallo, schon mal voraus. Also dieses Verlangsamung im Spiel ist tatsächlich normal. Sie ist nervig, aber sie ist normal. Das war jetzt gerade ein bisschen seltsam, aber okay. So, schön. Haben wir doch noch mal ein bisschen was erkundet hier. Ah, sehr gut. Aha, ja. Wir müssen da also nicht drüber springen. Dafür ist das hier gut. Also dieser Zauber hat tatsächlich Sinn und Verstand. Im Gegensatz zu manchen anderen. Wie zum Beispiel das mehrfach aussaugen. Das können wir selber, wenn wir einfach zweimal die B bzw. auf der Playsee die... Nein! Mist, jetzt habe ich... Na egal. Die Kreistaste drücken. Dann kriegen wir das auch hin. Ah, wir kriegen dann automatisch so einen Schutz. Der wird automatisch gemacht. Allerdings haben wir dann doppelten Zauber. Also doppelten Zauberspruch. Deswegen ist dann die Magie auch immer so schnell weg. Ah, Dark Eden haben wir erreicht. Hier müssen wir, glaube ich, später raus. Ich kann so viel sagen, hier außenrum gibt es, glaube ich, also meines Wissens nach nichts, was wir brauchen. In der Ferne war ein Turm zu sehen. Von seiner Spitze ging ein Energiewirbel aus, der das ganze umliegende Land verwandelte. Durchlass ich mal. Hallo. Hallo. Lasst mich. Seid so freundlich. Das Äußere des Schlosses täuschte. Denn das Innere war viel größer, als man vermuten konnte. Der Kreis hätte mit seiner Macht leicht den Raum verändern können, um dieser Konstruktion gerecht zu werden. Es geht hier so um Speicherung. Aber wir haben ihn direkt gefunden. Das ist sehr schön. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich kurz so lange warte, bis ein bisschen Magie aufgeführt ist. Aber ich glaube... Gut, wenn wir dann beim Boss wären, würde ich es machen, weil für einen Boss brauchen wir tatsächlich Magie. Jede Menge Magie. Aber wir sind jetzt erstmal safe, abgesichert. Aber ich dachte tatsächlich, auf dem Weg hierher wären mehr so Nebenstränge. Aber scheinbar nicht. Scheinbar habe ich mich getäuscht. Es ist aber gut, dass wir jetzt so viel hiervon kriegen. So. Hallo. Hui.
Ich verpasse gerade immer das... Ja. Ihr mich auch. Können wir... Geht das schon? Ja, geht schon. Hey, Victor! Also, dieses Schild ist tatsächlich lebenswichtig. Hey, Victor! Das mache ich noch schnell. Bevor ich keine Magie mehr habe. Das Heiligtum des Magiers. Sein Labor. Darin alle möglichen seltsamen Dinge. Ein Glitzer, sezierte Leichen von Menschen und Tieren. Metallkonstruktionen, von denen Energieströme ausgingen. Ich spürte, dass hier mehrere Kräfte wirkten. Merkwürdig. Nur selten arbeiten Magier mit anderen zusammen. Hey, Victor! Ja, also, wie gesagt, das hier ist so... Dank ihnen ist das Labor von Nosgoth. Einfach ein riesiges Versuchslabor. Und sie machen auch vor nichts Halt. So, jetzt geht es hier rüber. So, jetzt werde ich nochmal ganz kurz speichern. Ich habe nämlich keine Lust, in irgendeinen Boss reinzurennen. Ich meine, zum Boss geht es dann geradeaus, aber... Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ich muss heute auch noch ein paar Parts machen. Nee, ich möchte heute noch ein paar Parts machen. Müssen muss ich ja gar nichts. Außer auf. Ab und an mal aufs Klo. Aber ich würde heute gerne ein bisschen was bei Blood Omen schaffen. Ich weiß ja auch schon, welches Projekt hier nachkommt. Ja, das würde ich sagen. Ich bin auch noch am überlegen, was ich nach Final Fantasy 3 mache. Oh Mist. Weil so lange dauert das ja nicht mehr. Also, es geht zwar schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so. Dass ich sagen kann, ach ja, wir haben ja noch jede Menge Zeit. Okay. Help me, Kaiser! So, wenn du dich da runter bewegen würdest. Ach Mist. So, jetzt. Da ist noch so ein Lebensfläschchen. Nein, da muss ich gar nicht hin. So. Nein. Ja, und... Oh. Ja, noch rechtzeitig. Ja, stimmt, diese Seite ist echt... mies! Aber wir können Gott sei Dank ja später doch von diesem Kügelchen wieder... was nachholen. Wenn wir nichts mehr haben sollten. So. Ich weiß, das nervt. Ich würde es auch einfach rausschneiden. Ich habe einfach Respekt vor dem Spiel. Und ich habe zurzeit eine tollpatschige Ader bei Videospielen. Ja, aber das ist erst bei Final Fantasy 7 gemerkt. Ja. Eieiei, wo ging's? Was war das denn jetzt hier nochmal?
Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich würde ja lieber mal so Magiekugeln finden. Warte mal. Yeah. So. Sehr schön. Mehr Leben und mehr Magie. Was Besseres gibt es nicht. So, der Mittelgang ist frei. Und die reagieren immer ein bisschen sehr spät. Sehr schön. Also dafür, dass man jetzt in den letzten... Nein! Oh. Komm ich gerade nicht. Überlege gerade. Ja. Sehr schön. Ich hätte jetzt gerne. Warte ganz kurz. Ja. So. Ich kenne mich. Ja, genau. Danke. Irgendwie alles irgendwie mit Ladung zu tun. Man geht hier immer so ein bisschen Ladung. Aua. Trotzdem kriege ich was ab. Oh. Okay. Einen kriegt man so oder so ab. Und dann bin ich wieder. Ich muss mal ganz kurz aufs Klo. Irgendwie, das kam von jetzt auf gleich. Aber das Gute, jetzt ist die Magieleiste jetzt wieder voll. Ich weiß nicht, das kam irgendwie so gerade ganz schnell. Ich hasse das. Vor allem, das passiert auch immer bei Final Fantasy, wenn ich. Wenn man gerade wirklich beim Bosskampf ist und du denkst so, Scheiße, was mach ich denn jetzt? Naja. Geht jetzt auf jeden Fall weiter. Hab mir gleichzeitig auch noch was zu trinken geholt. Mine Mist, das Rabbit in der Kiste, wir gehen erst da lang. Glaube ich. Gehen erst da lang. Sehr beschwindet. Wobei, warte, nicht das, sondern das hier. Perfekt.
Dieser Zauber ist des Totenbeschwörers persönlich würdig. Damit kann man die Seele einer Kreatur von der fleischlichen Hülle trennen. Diese Geister erwartet dann nur noch das Dunkel. Das ist gut. So, und hier kriegen wir gleich noch Magie dazu. So. Wollte ich einfach als erstes holen. Und wir kriegen eine neue Rüstung. Juhu. Schön. Hatte ich ja also recht, dass wir direkt hier noch eine neue Rüstung kriegen. Wie günstig. Diese Rüstung ist mit dem Blut Adliger getränkt. Sie entzieht meinem Gegner Blut, damit ich mich auf das Töten konzentrieren kann. Ja, werden wir jetzt auch mal ausrüsten. Hier ist nämlich die Fleischrüstung. Fleischrüstung. Ja, sie sieht so eklig aus. Sie sieht so ekelhaft aus. Aber ich liebe diese Rüstung. Ich liebe sie einfach. Oh. Die ist so cool. Also ein bisschen was von diesem Fleischoutfit von Lady Gaga, was sie, glaube ich, irgendwann mal getragen hat. Also, keine Angst, ich interessiere mich da überhaupt nicht für. Für diese ganzen Promis. Das ist mir... Ich gucke auch mittlerweile überhaupt kein Fernsehen mehr. So. Erstes Wasser ist leer. Ich werde einfach nicht vergiftet werden. Also hier, klar, werde ich das immer noch nutzen. Sobald menschliche Gegner kommen, werde ich das Schild dann nicht mehr... Oder ich werde es noch häufig benutzen, aber nicht mehr so oft. Aber diese... Ich werde einfach nicht vergiftet werden. Ich hatte keinen Nerv drauf. Und wir sind ja sowieso schon die ganze Zeit am umswitchen. Du kriegst den Feuertod. Und das ist einfach nur so enorm nervig. Hier bringt halt die Fleischrüstung auch nichts, weil sie haben halt nur Gift in ihrem Körper. Und Gift ist natürlich auch Gift für uns. So, hier dachten sich die Entwickler, glaube ich, auch, okay, wir sind total ausgehungert, aber wir brauchen nichts. Wir brauchen ganz viel. Aua. Aua. Ja, ich kann mich jetzt auch mal treffen lassen. Das sind, damit sich das hier auch mal lohnt. So, und nochmal ein bisschen Magie. Das ist super. Ah, okay. Gut, dann speichern wir jetzt nochmal. Dann haben wir es nämlich jetzt auch so quasi geschafft. Sehr schön. Und wir machen den Bosskampf auch am besten im nächsten Part. Denn er wird lange dauern. Sehr, sehr lange dauern. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich warte am besten noch, bis die Magieleiste voll ist und dann geht's los. Also, ciao!